Hallo und herzlich willkommen zurück zu City War Beyond und heute wieder der Klassiker am Start, ich und der Chris, hallo. Ich dachte, du meintest den Baseballschläger, aber gut. Das ist eine andere Welt. Warum Clone Wars der Film, Teil 2, coming soon. Okay. Ja, coming very soon. Okay, und wir sehen gerade die ersten paar Sekunden bei mir im Ladescreen, finde ich cool. Ja, bei mir auch auf jeden Fall, ich habe hier fettes Standbild, das finde ich sehr cool. Ich hock gerade, also Cody ist gerade auf dem Server, wahrscheinlich hockt er gerade vor uns und tötet uns einfach. Ja. Hallo, puff. Direkt mit dem Schwert, gebitch-slapped. Ja, genau. Was? Karma-Sin-Portal, what the fuck, bei uns ist irgendwas Krasses gespawnt. Oh nein! Hey! Ich will nichts Krasses. Das Haus weg. Hast du schon gesehen, ne? Dass ich dir das ein bisschen weitergebaut habe. Nö. What the fuck? Was ist los mit dir? Hab ich noch Hast nicht du irgendwie gesehen, Tomaten auf den Augen? Oder Käse? Vielleicht? Beides. Bisschen beides. Fleisch noch dazu? Ach nee, du bist ja Vegetarier. Nee, genau. Das wäre unrealistisch. Ja. Nee, guck, ich habe hier den Boden zu Ende gebaut und das Dach zugemacht. Komm mal raus hier auf seiner Butze. Hast du, okay, ich hab's mitbekommen, dass du hier dieses Schild gemacht hast. Ja, und guck mal hier, ich hab einen neuen Freund. Hast du das mitbekommen? Ja, Gustav, hab ich schon gesehen. Hier, Gustav, guck mal hier, was man mit Gustav machen kann. Ja, das habe ich in deinem Video schon gesehen. Das ist so nice. Kannst du schmeißen, ja. Guck mal, ich habe dir hier auch ein Schild hingestellt. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. All hi. All hail mystery. Woo! Und ich habe gerade irgendwie ein paar FPS-Probleme, deswegen muss ich mal gucken. Oh, der hat ein paar FPS-Probleme, buhu. Ich habe Standbild. 90% der Zeit. Ja, gut, das ist wieder was anderes. Ja. Machen das mal kurz weg und hier auch nochmal irgendwo. Das muss bleiben. Materials and You, das Buch braucht kein Mensch. Ach doch, ich muss ja wissen, wie man diese Supererde herstellt, von der du. Ah, das ist da, glaube ich, nicht drin. Von der du in Legenden erzählt hast. Ja, wir gucken gerade danach. Ja, wir nicht. Erde. Ich nehme mir noch eine Steinaxt mit. es gibt einen Block, der heißt Gesegnete Erde. Naja, das ist doch genau das, was wir wollen, oder? Gesegnete Erde. Das ist doch genau der Shit, den wir haben wollen. Mega gut, einfach so. Gesegnete Erde. Habe ich noch irgendwo schon. So, und ich werde immer dann angerufen, wenn ich nicht kann. Mensch. Yay, bester Zeitpunkt. Du brauchst verrottetes Fleisch und Knochenmehl. Verrottetes Fleisch und Knochenmehl, das klingt ja sehr positiv. Und Erde halt. Ja. So, ich mache jetzt einen auf Farmer. So. Ach, Silox ist jetzt auch schon drauf. Verrottetes Fleisch. Also Zombie Brain ist das, ne? Genau. Und was braucht Knochenmehl? Oh, schnieke, wie das aussieht. Aber ich habe keine Knochen. Und ich habe nur ein Zombie Brain. Wir mal gucken, ob ich Knochen habe. Ja, wenn, dann haben wir vielleicht im Lager auch noch ein bisschen was. Ja. Ich gehe da einfach mal hin und schau mir das Ganze an. Aber der Mystery ist vor mir dran. Hier sind Zombie Brains. Ich hab grad voll an Dinge gedacht, Brains, was waren das, wie heißt es, Brains? Ja, Brains. Ich hab gerade gesagt, Brains vs. Zombies, alles klar. Nein, du hast das schon richtig gesagt. Ja, klar. Wenn ich musst du mir ein paar... Ich hab hier Knochen, Musst du mir ein paar Knochen beschaffen. Wenn nicht, töte ich dir welche, ja, klar. Wenn nicht, töte ich dir welche, okay. Hier. Töte mir ein paar Knochen. So, Knochen. Warte, ich zeig mal kurz was. Genau, das ist super. Da können wir noch was Innovatives craften. Warte kurz. Okay. Genau, okay. Das ist nämlich voll nice. Man nehme einmal Holz, wir machen eine Crafting Table, machen den nochmal rein und haben wir eine Workstation. Einmal Holz. Gib mir mal bitte kurz deinen Stuff, den du gerade hast von mir. Das hier und die Erde auch? Nee, Erde habe ich. Oh, jetzt habe ich dir Erde gegeben. Damit du siehst, wie man das craftet, kann ich dir das nämlich hier vorcraften in dem Ding. Cool, ich kann geil. Das da bleibt sehen. Das übrigens auch gespeichert. Ja, da bleibt das nämlich gespeichert. Nice. So machst du die. Okay? Fertilizing Dirt. So, bitteschön. Okay, danke. Warte, den nehme ich mir gleich raus. Alles meins. Halt schon geil, oder? Alles meins. Huch, nee, jetzt habe ich mir... Graveyard Soil habe ich mir jetzt gemacht. Was? Ja, weil das zu wenig Material war, das da drin war. Scheiße. Da wird bestimmt alles ganz toll drauf wachsen, auf Graveyard-Zeug. Bestimmt. Ja. Nee, aber passt schon. Wir brauchen nur noch mehr Zombie-Brains und mehr Knochenmehl. Wenn du dafür sorgen könntest, wäre das schon fresh, sag ich mal. Fresh. Richtig. Okay, ich mache als allererstes mal die Markierungen. Genau. Markier mal.
Ich mache mal ein paar Holzzäune. Ich kenne mein Gebiet. Dafür ein paar brauchen viele. Wir als erstes das, Holz. Großholz haben wir ja viel. Großholz sollten wir viel haben. Hast du jetzt eigentlich gesehen, was ich gemeint habe mit den... Ja, das hat Drachenkralle gemacht. Der hat mich falsch verstanden. Ich habe schon was gesagt in der Richtung. Ja, das habe ich nicht mit gehört. Mit dem Umranden und so. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Da gibt es ja diese besonderen Blöcke. Und da habe ich halt gedacht, dass man mit diesen Blöcken auch so eine kleine Umrandung machen kann. Und what the fuck, da ist ja schon so ein großes Feld. Aber das hatte ich halt überhaupt nicht gemeint. Aber das okay, fresh, machen wir dann fresh nochmal. Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich gerade mein ganzes Essen weggelegt, was sehr sinnvoll ist. Ja, Essen weglegen ist immer sinnvoll, wenn man abnehmen will. Ist irgendwie. Ja, aber in City War Beyond kann man gar nicht zunehmen, weil man dauerhaft im Stress ist und dauerhaft Essensmangel hat. Man dauerhaft Hunger da kann man hat nicht einfach. Zunehmen. Ja, da kann man einfach nicht zunehmen. Das ist einfach so ein Ding der Unmöglichkeit. Genau. So, ich messe jetzt, also ich markiere jetzt mal die Stadt, so wie wir das dann später bauen wollen, weil wir wollen die Felder außerhalb der Stadt bauen, wahrscheinlich noch mehr außerhalb als das Feld da, das wird auch nochmal abgerissen, wahrscheinlich. Wie wär's mit Pen? Weil mein Leben ist in Gefahr. Ich denke, ich soll dir Zombies und so beschaffen. Ja, mach ruhig, aber ich gehe nach Hause. Tschüss. Ja, du gönn dir. Ja, immer. Mal. Du sollst keine Zombies töten, du sollst auch Skelette töten. Also sei mal nicht faul hier. Boah, da ist ein Happy Skelett. Ich weiß happy, nicht, Happy, Happy, Happy Skelett. Servus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das werde ich nicht schaffen, Chris. Oh no. Warte, ich kann dich sehen Creeper? Aus meinem Fenster, wenn ich kein Standbild mehr habe. No. Hilfe mir, Chris. Da ist ein Creeper. Er tarnt sich so perfekt im Grün. Wow. Ich habe ihn explodieren gehört. Aber nur gehört, gehört, nicht gesehen. Nicht gesehen. Steht zurück am Fenster. Ich habe ihn explodieren gehört, aber halt nicht gesehen. Ja. GG. Das ist der Mystery. Ach, ich vermisse das alte Plugin aus City War Nations. Ach ja, dass sich alles wieder aufbaut, ja. Ja, hättest du ja einbauen schön. Können, ne? Nein, hätte ich nicht, weil sich das nicht mit den Mods verdreht. So. Das ist voll scheiße. Ich glaube, ich nenne den Part einfach Mystery Stalken. Okay. So, dann gehen wir mal in die Richtung. Und markiere in die Richtung die Stadt. So. Auf jeden Fall ein sehr fleißiger Bube. Ja, ja, ne? Und nebenbei hier in diesem Gebiet sowas zu machen, ist auch sehr gewagt, würde ich sagen. Und das ich helfe dir mal einfach und setz mein Leben aufs Spiel. Und da habe ich noch ein Creeper explodiert. LOL, wie geil, der Creeper hat eine Höhle freigesetzt. Wie geil ist das denn? Die Explosion ist ein Höhleneingang entstanden. Nice. Ja, nice. Gut, okay, es gab den auch nochmal woanders, aber hier sind Eisen und Kohle, das ist voll nice. Okay. Standard Skill Joint Game. Da schon wieder so blauer Slime, what the fuck? Weißt du, fliegender blauer Slime? Das ja, den hatte ich. Ja, genau, den hatte ich auch gesehen in den ersten Folgen. Das ist voll komisch. Mega komisch. Oh mein Gott, da ist ein Creeper Man, der Creepbot can. Die Creeper can. So, dann machen wir hier hin. Aber er bewegt sich nicht auf mich zu, er ist ein netter Creeper Man. Soll das Viereck hier in der Stadt bleiben? Was denn? Zeige ich dir später. Okay. Die sind. So. Ich habe gerade die Kuh für den Creeper gehalten. Hätte sie fast getötet. Hätte mir Spaß weiß gemacht. Welches Viereck? Warte, hier unten ist so ein Viereck. Okay, warte, ich komm gleich. Du bist gerade. Ich tu gerade ein bisschen hinlaufen. Guck, hier ist hier Le Viereck of the Tod. Das kann man nee, ja einen See machen weg, oder das so. Kann irgendwie. Ja, das, wir machen noch später so einen durchgehenden Fluss, aber das machen wir nochmal anders. Okay, das kann also so bleiben. So, ich brauche jetzt erstmal Wasser und ich möchte nicht am Creeper vorbeigehen. Und generell sollten wir mal ein bisschen Beleuchtung hier uns schaffen. Ja, Beleuchtung ist immer gut, ne? Da ist ein Zombie-Man! Hallo, Mr. Zombie-Man! Wie geht's Ihnen? Darf ich Sie vielleicht mit meinem Schwert verprügeln? Aus Rache, dass mich ihre Freunde so oft getötet haben. Danke. Oder als Minigolem. Und nicht wundern, warum plötzlich so viele aus unserer Stadt joinen. Die machen jetzt Roleplay untereinander da. Und da sind sie halt nicht dabei. Aber also nicht wundern, dass gerade wir dürfen nicht mit denen aufnehmen. Mitmachen! Warum nicht? Wir werden ausgeschlossen. So oh mein Gott, da kommt mir einfach ein Zombie mit einem Skelettkopf entgegen. Ich dachte mir gerade so, what the fuck ist das denn? Oh, auch cool. Zombie mit Lederrüstung, richtig gar besser, badass. You're badass. Bad motherfucking ass. Und da ist auch ein Zombie. Ein Zombie? Kein Zombie? Ein Zombie. Warum habe ich den jetzt als neuen Morph-Mode-Ding bekommen? Wahrscheinlich irgendeine besondere Form. Da hinten Zombie. Ist ein motherfucking Ogre. Die sind heftig. Und da ist ein Villager, der einfach voll... Der ist bestimmt auf LSD, weil er mich angreift. Na, bist du auf LSD? Villager? Bist du auf LSD? Ja.
Der, oh, ja, das ist ein Villager, Zombie eigentlich, aber der sah aus wie ein Villager. Ja, klar. Und schon Dom hat man wieder die gewohnten Acht. Wow, ich werde schon wieder hochgeworfen. Okay. Oh, pass auf, geh sofort ins Haus, geh sofort ins Yo, Haus. Yo, ich bin auf dem Weg ins... Nach Britannia City. Auf meiner Reise liegt mein Ziel. Auf dem Weg nach Britannia City. Zinni, beschützt mich. Ich werde schon wieder hochgeworfen. Das waren die guten alten Zeiten. Das waren sie wirklich. Wenn du Seerosenblätter, sind das Seerosenblätter? Wenn du Seerosenblätter suchst, geh mal aus unserer Stadt quasi raus, wo später das Tor sein wird. Da sollte bei Seerosenblätter sein. Zumindest sah das so aus. Was ich jetzt erstmal machen will, oh, da ist ein Mini-Golem genau vor meinem Fenster. Das ist aber fresh. Was denn für ein Mini-Golem, der sich so alles anzieht? So ein blauer Mini-Golem. Oh oh. Also ich geschlafen. Bloß nicht hin. Nein! Nein! Ein Werwolf ist auf unserem Haus drauf. Na toll. Ich kann auch nicht pennen, weil Monster in der Nähe sind. Wo ich schon Bock auf den Werwolf hätte, Oh Gott, nein, ich hab gar keinen Bock. Dann versuch's doch einfach mal. Kann der Mini-Golem mich eigentlich durchs Fenster sehen? Nee, oder? Nee, oh Gott. Es blitzt. Okay, ich geh schlafen. Geht nicht, ist immer noch Monster nebenbei. Hallo, Mr. Mini-Golem. Hallo. Oh, du bist aber ein putziger Mini-Golem. Hallo. Oh, es wäre so süß, wenn man den zähmen könnte. Ich würde ihn sofort zähmen. Ich muss kurz gucken, was das für ein Golem ist. Ob das dieser, ich sauge das Haus auf und zerstöre alles, wo Golem ist. Das ist der Todesgolem. Wow! Es ist nee, das ist er nicht. Aber mich hat irgendwas in die Luft geschleudert. Der rennt ein kopfloser Zombie. Nee, das ist so. Ich weiß nicht, ob er das ist. Das ist so ein kleiner blauer Golem. Okay, dann greife ich den mal an. Der steht direkt hier vorm Fenster, ne? Oh nein! Devils! Ja, genau das hat mich auch hochgesteuert. Ich weiß nicht, was das ist. Oh Gott, das ist irgendwie ein Creeper oder ein Zombie hier in der Nähe. Ja, ein Creeper stand hinter dir, aber der ist nicht... Das ist der Zombie, pass auf. Hier, der hat so viel Leben. Pass auf den Creeper. Nein, bitte spring nicht mehr raus in die Luft. Das ist so direkt bei dir einfach. Dann bin ich schutzlos. Und werde sterben. Okay, Silox geht auch. Apokalypse wahrscheinlich gerade wegen Dom. Mit Mystery. Boah, ich hätte voll Bock, diesen Delvop anzugreifen. Ey, aber ich fühle mich einfach... Da hinten ist noch einer. Also jetzt nicht mehr, weil ich ihn nicht sehe, aber der ist immer noch da, glaube ich. Oh Gott, nee, der zieht richtig viel. Aber der hat auch sau viel Leben, ne? Also würde ich vielleicht... Ja, eben. Nee, ich gehe. Ist vielleicht nicht so empfehlenswert. Jetzt mal aus meiner Sicht gesehen. Kann ich mich jetzt... Ja, ich kann mich pennen legen. Leg dich auch pennen! Mach ich. Sehr gut. Tag, nächster Tag. So, jetzt töte ich den. Ein neuer Tag und der Creeper vor meinem Haus. Guten Morgen. Na, Werwolf, verwandelst du dich jetzt nicht? Verwandel dich. Hallo. Hallo. Weißt du, verwandel dich doch endlich. Das ist doch kein Werwolf, das ist ein normaler Wolf. Nein, oder? Ja, das ist ein normaler Wolf. Zinni was slain. Okay. Oh Gott. Doch, ich hab ihn. Lol. Ja, sag ich doch, dass das kein Werwolf ist. Stimmt. Werwölfe gehen auf zwei Beinen. Nicht so eine primitiven Idee. Man kann nicht diese Wolfrüstung machen. Cool. Mach sie dir doch. Mach sie dir doch, du Hipster. Nein, noch habe ich nicht genug Stuff. Man hat ja nicht genug Stuff. Für seine Hipster-Rüstung. Aua, ich werde schon wieder angegriffen. Oh, ich werde auch von einem Wolf angegriffen. Ich bin's. Oh, du Bastard. Ich dachte gerade, what the fuck, warum greift er mich an? Ach, ich liebe diesen Morph-Mode. Richtiger Bastard einfach. Der ist einfach zu geil. Hätte mich einfach mit zwei Schlägen oder so töten können. Aber jetzt steht vor mir ein richtiger Werwolf. Also ein richtiger Wolf. Shit. Wolf. Kein Werwolf. Oh, motherfucking Creeper. Komm her, Mr. Creeper. Komm her, du Bitch. Let me make you my Bitch. So. Was machen wir denn jetzt noch Schönes in dieser Folge? Ich werde jetzt das Feld anfangen. Ja, dann machen wir auf jeden Fall ordentlich weit weg einfach mal. So ja, hinter der Begrenzung auf jeden Fall. Greift er mich an, der Wolf? Oh, ich trage, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich besorge es wahrscheinlich jetzt wieder auf den. Ey, am Tag sind die lieb. Ich bringe das wieder zurück. Am Tag sind die Wölfe lieb. Kann man die zähmen? Keine Ahnung. Okay, er knurrt. Hat mir zwei. Er knurrt. Knurr mich nicht an. Er öffnet sein Maul. Er macht mir Angst. Ich finde auch so Sachen wie Eisen und Kohle kann man sich schon mal leihen, wenn es jetzt, also Sachen wie jetzt hexigle Sensen, so würde ich mir jetzt nicht einfach ausborgen oder so. Hallo. Aber so ein paar so Sachen wie Eisen, wo ich jetzt eh gleich wieder beschaffen werde, kann ich mir, denke ich, schon mal leihen. Ich streichle den Wolf. Oh. Der ist ganz lieb. Handzahm quasi. Ey, so einen möchte ich als Haustier haben. Kann man sich den als Haustier holen?
Glaube ich nicht. Also wäre krass, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Der knurrt zwar ab und zu, aber der macht nichts. Er ist ein lieber Wolf. Oh, ist er nicht süß. Ist ein ganz süßer Wolf. Es gibt ja auch böse Hasen, ne? Seit der neuesten Minecraft-Version. Ja, ja. Aber die haben rote Augen, also die würde ich schon erkennen. Ein bisschen. Weil ich ein Adlerauge habe. Bist du etwa ein Assassine? Ja, möglicherweise. Ein Espanol-Assassine. Oh, nice. Jetzt muss ich eine gute freie Fläche finden für mein Felderino. Dann Felderino. Felderino. Okay, hier ist doch gut. Erstmal den Baum fällen. Dort mit einer Holzachse doch nur 1 Million Jahre. Leute, wir gehen auf Höhlenexpedition. Yay! Wow, Mr. Rindschwein. Wow. Bei der Kuh ist alles auch fresh, das finde ich cool, so muss das. Mal kurz lüften. Bei der Kuh? Ja, kurz Fenster aufmachen. Ja, klar, klar. Ist ja nice. Mal Hallo sagen, ja. Schnuppern. Ja, lass die Kuh mal an dir riechen. Riecht sie immer noch nach Kuh? Ja. Okay, ja, gut. Sehr. Schade eigentlich. Da ist noch ein Wildschwein. Du Bitch. Alles Bitch bei dir, ne? Das ist mein Wort des Jahres. Seitdem ich Breaking Bad gesehen habe, ist einfach nur noch Bitch ist einfach so ein Wort. Das ist keine Beleidigung mehr für mich irgendwie. Das ist einfach nur so ein normales Wort. Wie Hallo. Hi. Ja. Ich sag nicht mehr Hallo, hey, sondern ich sag einfach Bitch. Ja, man gönnt sich ja. Ne? Ja, eben. So. Ich finde gar nicht so viel mit Farming hier zu tun haben. So, einfach nur ein bisschen Essen besorgen. Wir müssen das ja schön symmetrisch machen, ne? Weil Symmetrie ist ein Augenschmaus. Sonst meckert wieder der Mystery. Sonst meckert dieser Vollidiot Mystery, den wir alle nicht leiden können. Oh mein Gott, ich hab kurz Dom gesehen. Er war kurz da. Ich hab seine Gegenwart gespürt. Ich dachte, du sagst jetzt, ja, du hast deinen Penis gespürt, aber. Ja, ja. Das meintest du, ne? Ja, genau. Da ist ein. Wo macht man so? Was ist das? Greifst du an? Bist du freundlich oder böse? Wow, komm mir nicht zu nah, Bitch. Nope. Bist du böse? Jo. Kennst du das? Ja, hab ich irgendwo schon mal gehört. Nee, aber der scheint auch nicht. Das ist ein Chris. Alle Tiere sind lieb zu mir. Ah, ich liebe Tiere. Ein wildes Chris. Ein wildes Chris. Okay. Das war Fluch der Karibik, aber gut. Ich wusste gar nicht, dass es um Fluch der Karibik um Pokémon geht. Ja, das ist voll gut, oder? Ja, eben. Voll das Multitasking-Ding. Welches Pokémon hat wo Captain Jack Sparrow? Ich befürchte, wir müssen terraformen, Leute. Oder wir könnten auch... Nein, ich hab die Idee des Jahrhunderts. Halt die Fresse, du Elefant. Okay, er ist kurz weg. Das gibt mir die Gelegenheit, meine Expertise zum Besten zu geben. Also ich werde hier das Feld machen. Vom Strand ungefähr. Komm, machen wir hier nochmal. Setzen wir hier nochmal ein paar Blöckchen hin. Oh, leck. Mega leck. Mega leck. Macht so Spaß, weil es mega leckt. Und dann platzieren wir ein Feld hinter dem, was wir jetzt bauen, den Zaun. Und machen da wunderschöne Felder hin. Beziehungsweise ein Feld. Nur für uns allein. Da habe ich zu viel Erde platziert. Ja, doch. Stimmt. Habe ich alles richtig gemacht. So, dann kommt hier der Zaun hin. Du, da ist er wieder. Oh nein. Ich wollte gerade mein Geheimnis ausplaudern, aber jetzt ist er wieder echt? Da. Ja. Wir wissen doch mittlerweile, dass du ein Fetisch für mexikanische Soßen hast. Was? Das wisst ihr schon? Verdammt! Woher wisst ihr das? Oh, da ist wieder so ein Golem. Ich seh dich. Ah, du bist mein größter Fan, gell? Ja. Du bist direkt über mir. Unter mir. Ja. Alles klar, du weißt Bescheid, was oben und unten ist. Auf jeden Fall. Ah, nee, du bist auf jeden Fall direkt unter mir. Das ist der Zinni! Ich seh ihn! Er läuft! Er rennt! Oh, Zinni habe ich noch gar nicht gesehen, das ist vertraut. Ja, also ich habe ihn schon gesehen, aber nicht heute. Du bist ja auch nicht VIP, also was erlaubst du dir bitte? Alter, ich bin OP. Guck! Ja. So viel zu OP. Dazu. Du bist vielleicht mit einer OP. Nein! Oh mein Gott. Das mein Gott. War eine Explosion. Direkt neben mir. Direkt einfach. Er ist instant neben mir. Warum denn instant? Alter. Keine Ahnung. Es war so in.
Alter, ihr könnt mich alle gerade noch so. Vielleicht. Ich hab und jetzt greift mich eine Ratte an, wahrscheinlich. Mystery, ich habe eine Theorie. Willst du sie hören? Ja. Ich glaube, sie haben Instant-Nudeln gegessen. Der gute Hi. Wie du den wieder gerissen ja, hast. Ja, richtig gut. Ja, ich lache selber ein bisschen. Hi. Richtiger Spaß, ey. Ja, ohne Spaß, ne? So, dann machen wir hier nochmal. Oh ne, das ist doof. Nein, das passt nicht. Das ist zu. Du, das ist ja voll doof. Ich bin Chris, das ist voll doof, ey. Nee, das mache ich nicht, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was greift mich an? What the fuck? Was? Was ist das? Hier ist ein Unsichtbarer. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Alter. Da war ein Unsichtbarer. Zombie. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Feuerschutz 1, Kettenstiefel bekommen. Nice. Das macht Sinn. Ja, doch. Eigentlich nicht, aber gut. Ja, also, ich habe jetzt so eine Folge jetzt mal hier, wo ich einfach ein bisschen was farmen gehe, weil wir es einfach brauchen. Wir haben einfach so wenig Materialien, Leute. Deswegen werde ich nicht böse, wenn ich das mache. Das ist wieder dieser blaue Slime und diesmal kann ich gegen ihn kämpfen. Töte ihn! Und er bringt mir. Ach, das sind die Dinger, von denen man Ektoplasma bekommt. Echt jetzt? Wenn man diese. Ja, von denen kriegt man Ektoplasma. Nice. Huch, ich bin. Ja, nice, okay. Weit. Richtig. Jetzt verstehe ich das endlich. Richtig nice Bitches sind das. Ich meine. meinst du nicht, Schleims? Doch, nein, Enderman! Oh, nicht hingucken. Oh, nicht hingucken. Vor allen Dingen, der Enderman kommt, ich gucke hin, nicht hingucken. Richtig smarter Boy. Ja, ja. So. Was hältst du, Chris, kannst du eigentlich morgen aufnehmen? Wenn ich heute nur 2 Folgen aufnehme, ja. Okay, rein. Cool. Dann lass uns morgen dann das mit dem Roleplay auf morgen verschieben und, dann auch morgen dann noch irgendwie was in der Nähe mal so eine kleine Dungeon erkunden gehen oder so. Du bist lustig. Ja, so eine kleine, jetzt nichts Heftiges. Ja, okay, kann man ja machen. Ich werde jetzt zwar keine große Hilfe sein, du musst mich wahrscheinlich die ganze Zeit beschützen, aber kann man machen. Aber du kommst gut. Wenn ich sterbe, ist es übrigens auch deine Schuld, aber kann man machen. Okay, ja. kann man machen. Kann man mal machen. Ja. Alter, wenn ich mir ganze diese Viecher hier höre, ne? Hallo Enderman. Ist er jetzt zu dir gekommen? Ja, und eine Enderperle. Und da ist noch ein Enderman. Wir sind voll viele Endermans. Cool. Bei mir war eben auch einer, aber der hat sich wohl zu dir teleportiert. Weil er mich so, und schon bin ich auf 3 Herzen. Schon bin ich auf 3 Herzen. GG. Das geht schnell, ne? GG auf jeden Fall. Finde ich gut. Props an den Modpack-Entwickler, ne? Ja. Props an den Modpack-Zusammensteller. Ich sag das selber, aber gut. Ja. Das meinte ich auch so. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte. Schlafen gehen? Wäre eine gute Idee, oder? Kann man machen, muss man nicht. Ich ja. Schon, weil wird Nacht. Also, ich merke da jetzt keinen großen Unterschied. bei dir ist eh immer dunkel. Nur weil ich in der Dunkelkammer lebe und wohne ja. Und geboren bin. Geboren bin einfach. Du bist einfach in der Dunkelkammer geboren. Ja, da wurden neben deiner Geburt einfach Fotos entwickelt. In der Rotlichtkammer einfach verglüht. Es wird dunkel, ja. Es wird dunkel, es wird so schnell dunkel. Oh nein, oh nein, ich habe Angst. Ist jetzt eigentlich mal ein Bett inzwischen? Ich habe immer noch kein Bett. Doch, ich auch, ich habe ein Bett, ich habe mir ein Bett gemacht. Ja, nice. Ja, genau. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Das ist ein volles Achievement für mich. Volles krasse Achievement. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Hallo. Ach ja, danke. Es sind ja mehrere auf dem Server. Fuck. Einer müsste noch schlafen gehen. Ja. Schlafen und so. Das wäre auf jeden Fall fresh, wenn es jetzt mal Tag werden würde. Voll in der Wieso Nacht. Hast du Angst vor der Dunkelheit? Ja. Ich bin Batman, also? Ich habe Angst im Dunkeln. So traurig. Nein, dann bin ich Dayman. Wir sind jetzt übrigens bei 25 Minuten, wir könnten auch einfach den Server verlassen. Könnten wir machen? Oh, oder wir lassen noch ein paar Creeper in die Luft springen. Mal gucken. Irgendwie gucken wir irgendwie sowas. Lass den Creeper auch doch die Folge beenden. Hat er gerade. Okay. Ja, ich bin tatsächlich jetzt bei der Stadtmarkierung rausgekommen. Interessant. Okay. Da läuft eine Kuh am Haus. Das ist seltsam. Lass uns den Part beenden. Oh mein Gott, das ist ein richtiger Werwolf. Ich muss kurz wegrennen, dann können wir den Part beenden. Finde ich voll gut. Wir sollten das als Werbespot nehmen. Weil ich kann mich einfach hier unsicher ausloggen, denn dann werde ich beim nächsten Mal drauf joinen, einfach instant verrecken. Das macht gar nichts. Ich bin gerade an deinem Haus vorbeigelaufen. An meinem Haus, das ist unser Haus. Hallo Zivil.
Geh schlafen und dann gehen wir vom Server und dann gehen wir wieder auf den Server, weil wir die nächste Oh Folge ja, aufnehmen. Chris. Und dann fährt die Feuerwehr an mir vorbei. Oh ja, yeah. Und man hört es voll laut. So, okay, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao. Euer Mystery. Und tschüss.